Dieses Fahrzeug ist so alt wie meine Zwillinge. 1989 sind sie geboren und auch dieses Auto ist 1989 geboren. Und daneben steht der 2021er, das neue Modell. Und ja, wir haben sie direkt mal nebeneinander gestellt, sie sind nicht aufbereitet. Für alle, die jetzt sagen, mein Gott, hätte man ja mal sauber machen können. Nee, ich habe extra gesagt, lass ihn mal, denn er wurde vom Eigentümer abgestellt. Ist noch nicht so ganz sicher, was damit geschieht. Er bleibt wohl in der Familie, ob er nochmal aufgearbeitet wird. Aber er fährt noch, er bekäme jetzt noch TÜV. Wären vielleicht noch ein, zwei Sachen zu machen, aber es funktioniert. Sogar die Batterie geht noch. 31 Jahre alt. Er hat die ganze Welt gesehen, das werden wir gleich mal zeigen. Und heute machen wir einen kompletten Rundgang. Ja, ich grüße dich, Elia. Hallo. Ja, tolles Auto, Holiday Boy, die Farben eindeutig 80er Jahre. Als ich meine Ausbildung gemacht habe, da waren diese Farben in und sogar noch das HRZ-Logo, das gleiche Logo wie damals, ein bisschen anders, aber die gleiche Schriftart. In den 80er Jahren waren wirklich die Farben ein bisschen knalliger, wenn man hier auch seitlich sieht, Kleckse, alles ein bisschen bunter wie heute. Heute ist man eher ein bisschen dezenter geworden. Ja, sieht man es also auch im Original, 95, 94, 92, dann kommt 10, 13, also das Auto kann richtig erzählen, allein schon der 94er Autobahn, die Autobahn-Vignette, die es überlebt hat, es kommt noch besser drinnen, das gucken wir uns gleich mal an. Elia, wir machen mal kurz einen Rundgang, einmal ganz kurz, ich will einmal kurz zeigen. Ich weiß, was du zeigen wolltest. Er hat nämlich in jedem Urlaubsort, wo er ist, hat er sich einen Aufkleber gekauft. Richtig, ja. Also die halbe Welt ist innen drin aufgeklebt. Ja, ist richtig toll. Ja, wir sind bei HRZ. Das ist ein HRZ. Über 30 Jahre alt. Die Firma gibt es schon wie lange? 49 Jahre. 49 Jahre. Er hat Rost, er hat Patina, aber es ist nicht weltbewegend. Man muss dazu auch sagen, früher war Mercedes-Benz noch nicht voll verzinkt. Also die Fahrzeuge waren überhaupt nicht verzinkt. Der MB100 musste, ja, wenn das so alt ist, natürlich schon nachbearbeitet werden. So, der hat Sandbleche. Klar, das Fahrzeug hat ganz Europa, Nordafrika gesehen. Es ist um die Welt rumgegurkt, sage ich jetzt mal. Allrad? Nein, kein Allrad. So, trotzdem kam er durch die Welt? Klar, die Autos waren leichter, sage ich mal. Und natürlich hat er jetzt nicht irgendwie Offroad-Pisten gefahren, aber mit dem Auto kann man gut fortkommen. So, es steht hier, also ich habe es gesehen, du wolltest eigentlich gar nicht filmen. Ich finde es so genial, dass du es gemacht hast. Der hat sogar noch hier hinten die alten Kennzeichen drauf. Das war mal früher, liebe Kinder, wenn ihr das seht, so sahen mal die Kennzeichen aus in Deutschland. Ich war noch mit dabei, ich glaube 99 hat es in Berlin angefangen mit dem Strich noch in der Mitte, ja. Und dann ging es dann durch ganz Deutschland, da waren die Euro-Kennzeichen da. Und daneben siehst du auch den großen Bruder jetzt. Man hat so das Gefühl, man könnte ihn fast reinparken, oder? Also das ist quasi das Pendant zu heute. Das ist also auch ein ähnliches Dach, Fahrradträger. Das ist quasi 30 Jahre Unterschied. Ja, wir schauen uns gleich mal das Auto von innen an. Es hat, was für eine Heizung ist hier drin? Gas? Eine Gasheizung. Eine Gasheizung. Hochdach schon damals? Das Hochdach genauso wie heute, vom selben Lieferanten, dasselbe Prinzip. Vom selben Lieferanten? Ja. Hat der einen Gastank eigentlich? Ich habe so einen Füllstutzen gesehen. Ist das Gas? Muss ich mal schauen. Hier da unten? Das ist hier eine Außensteckdose für Strom. Daneben? Daneben. Das ist Wasser. Wasser. Okay, super. So sah das früher aus. Schiebetür an der Seite. Er hat Patina. Man müsste jetzt ein bisschen was reinstecken, damit er wieder restauriert werden würde. Wenn er nämlich ein H-Kennzeichen bekäme, das ging so nicht. Genau, der steht jetzt seit circa einem Jahr hier bei uns. Der Kunde überlegt, ob er das nochmal machen will oder nicht. Das Auto fährt noch, könnte man nochmal fahren. Er steht auch nicht draußen, er steht unterm Dach. Er steht natürlich unterm Dach. Wir müssen mal warten, was der Kunde macht. Das ist das Auto. Wir überlegen, das Auto hier stehen zu lassen, so eine Art Museum draus zu machen. Ja, würde man den halt ein bisschen überlegt, was damit gemacht wird. Also wenn man den aufbereiten würde, es ist schon Arbeit. Im Moment seid ihr voll ausgebucht. Früher sieht man sehr schön, das hat noch eine Kennzeichnung eingeätzt an allen Scheiben. Das war früher so, denn solche Autos wurden auch gerne mal geklaut. So, das sieht man hier vorne. Ja, man kann es so ein bisschen erkennen, da sieht man es. Er hat das noch mit drin. MB100, tolles Auto. Wirklich, also damals schon. Da waren wir noch in Pfädelbach. Seitdem sind wir schon zweimal umgezogen. Krass, und so sieht es übrigens von vorne aus. Ich zeige es mal gerade, der Holiday Boy. Also heute wird man es so nicht mehr nennen. Der Holiday Boy wär so ein bisschen zweideutig. Aber es ist ein Hammer-Auto, oder?
Ja, sehr interessantes Fahrzeug. Wir haben die früher mit festem Hochdach, aber auch mit Aufstelldach gebaut. Ja, das hast du aber noch nicht erlebt. Du bist jetzt über 20 Jahre dabei. 8-9 Jahre vor meiner Zeit bei AC. Genau, mach mal kurz auf, dass wir mal reingucken können. Das ist die Innentür. Ich habe übrigens einen VW T3 gekauft. Das erinnert mich unglaublich an dieses Auto. Auch Ende der 80er. Das war so früher. Hat eine ähnliche Größe, sage ich jetzt mal. Der Sprinter ist ja heute um einiges gewachsen. Hat einen Frontmotor, meiner hat ja noch einen Heckmotor. Der hat hier einen klassischen Mercedes-Benz 2,4 Liter Motor zwischen Fahrer- und Beifahrersitz. Also da unten drunter ist der Motor. Das Fahrzeug ist vom Motor her unverwüstlich. Solange der Öl hat, der fährt der Motor. Diesel? Diesel natürlich, 2,4 Liter Diesel, 72 PS. Sechszylinder? Vier. Ja. Spaß. Von daher, das ist ein sehr robuster Motor, aber natürlich mit heutigen Motoren nicht zu vergleichen. Das Auto ist vielleicht 100, 110 gefahren, sage ich jetzt mal. Und ist laut, oder? Mit Rückenwind und geöffneten Türen vielleicht auch mal 115. Aber da ging es ja gar nicht um. Ja, und ab 80, 90 kann man sich auch nicht mehr so ruhig unterhalten drin, weil der Motor ja zwischen Fahrer und Beifahrer sitzt. Guck mal hier, das Ausstellfenster im Dach. Ihr habt es ein bisschen geöffnet, ja, damit es immer... Ja, seit einem Jahr rum, dass ein bisschen Luft runter da reinkommt, dass man sonst lüftet. Feuchtigkeit und so, aber... Also, vielleicht vorab, es ist nicht zu verkaufen, wenn also die Leute... Ich habe nämlich immer das Glück, dass wenn ich solche Sachen filme, ich sofort Anfragen kriege ohne Ende, die sagen, ich will es haben. Es ist ein echter HRZ mit allen Genen von HRZ. Bitte auch hier mal öffnen. Wenn ich ehrlich bin, wenn es der Kunde nicht mehr haben möchte, dann werden wir es ihm abkaufen. Dann wirst du es ihm abkaufen, weil das ist allein ja schon wert, es zu zeigen. Das Polster, ist das Originalpolster? Das Originalpolster, 30 Jahre alt. Die Welt war damals ein bisschen einfacher. Damals konnten wir Beckengurte reinbauen. Die sind heute auch noch zugelassen? Die sind heute nicht mehr zugelassen. Gibt es heute nicht mehr. Nur noch 3-Punkt-Gurte. Nein, aber wenn ich den jetzt zulassen würde, der hat die ja noch drin. Das ging noch. Der hätte noch Bestandsschutz, ja. Hätte Bestandsschutz. Also das würde noch gehen. Dann, wenn ich hier mal reingucke, das Hochdach, damals schon eine Sensation. Also wer so ein Auto hatte, war so, der King, oder? So ein kompaktes Fahrzeug und dann oben das Doppelbett. Warte. Ich zeig's mal gerade. Das ist zum... Jetzt überlege ich gerade, wo das Bett ist. Wo ist denn das? Das ist hier. Das Bett war damals... So zum Rausziehen konnte man das Bett so runterziehen bis hier hin und hat man das Doppelbett oben und hier konnte man auch ein Bett draus machen. Okay, also das war ein Bett. Und das ist das Dachbett oben. So, ich zeig mal die Aufkleber hier. Wenn du das mal gerade machst für mich, für die Kamera mal so ein bisschen, ja. Dass wir das mal sehen, dann fahre ich mal gerade drüber. Tossa de Mar, Aix les Thermes, Camping Meran, Wien. Das ist oben drauf, dann Budapest, Prag, was auch immer das ist. Da hier ist Pont du Gard, da waren ja schon ganz, ganz viele, natürlich auch Heidenheim. Das heißt, der war wirklich überall, aber er hat auch Camping gemacht. Ja, das ist ein Camper, eine Familie mit Kindern und sind überall mit dem Fahrzeug gewesen. Schloss Sanssouci, Potsdam, da ist es Mallorca, guck mal da, süß. Die Concorde, ja damals, klar, heute sind wir schlauer, was passiert ist mit der letzten, aber damals war das natürlich das Wahrzeichen hier. Cadiz, Marokko. Norwegen, Sylt, also da hat ganz Europa, Nordafrika. Das Fahrzeug war das letzte Mal vor 2 Jahren an Weihnachten in Marokko. Nee. Doch. Das ist noch bewegt worden. Also bis vor 2 Jahren hat er damit gekämpft. Momentan überlegen die, auch aus nostalgischen Gründen, das Fahrzeug zu behalten oder eben halt was anders zu machen. Boah, du musst den eigentlich ins Hümer-Museum geben, obwohl es kein Hümer ist. So als Leihgabe. Wenn, dann bleibt am HRZ-Museum. Das war ein Scherz. Das war auch damals, wir haben ja heute Stufen, um das Bett zu zeigen. Das hast du schon mal gezeigt. Das waren damals die Stufen, um das Bett hoch und runter zu kommen. Stufe 1, Stufe 2. Also du bist ja mit den Schuhen drauf. Ja, genau, mit den Schuhen zum Hoch und Runter, um das Bett rauf und runter zu kommen. Nochmal bitte, langsam rausziehen. So. Ihr habt das geschweißt damals. Das waren Vierkantrohrrahmen, um ins Bett rauf und runter zu kommen. Heute ist es eine bequeme Stufe. Toll, warte, ich zeig mal gerade hier Thuma Gas Fernumschalter. Da waren 2 Gasflaschen mit Fernumschaltung, das war ja schon Hightech. Ja, ja, also das ist damals so gemacht, dass man halt auch längerfristig damit verreisen konnte. Guck mal hier, die Zeitschaltuhr, guck mal, wie eine Eieruhr. Das ist die damalige Technik gewesen. Mach mal da auf, bitte.
Jetzt mal reingucken. So, das waren denn die, aber so die Bauweise, also auch hier mit der Isolierung, mit allem drum und dran, state also of the art. Das Dach ist immer ein Sandwich-Dach, ich kann nochmal Querschnitt zeigen, dass die Bauart ist die gleiche. Was sich natürlich geändert hat, ist, Klopfkanten gibt es heute nicht mehr. Das wird alles maschinell gemacht. Wir haben heute moderne ABS-Kanten in der Produktion. Das war damals hier. Aber die haben wirklich bis heute gehalten? Ja, also. Hier kann man zum Beispiel sehen, die Klopfkanten ziehen sich nach mehreren Wintern, nach 30 Jahren ein bisschen zurück und heute die Klopfkanten nicht mehr. Okay, die Handtuchhalter sind natürlich spannend. Guck mal hier, dann Kleiderschrank. Kleiderschrank mit Polster, wenn man das Bettmacher baut, Gashähne. Genau, ich zeige mal gerade Bedienung der Gasanlage. Guck mal, das war damals ein Handbuch. Das hat der Kunde selbst geschrieben. Es gibt bei uns immer einen Ordner, der liegt vorne auf dem Tisch. Das ist die Kurzversion. Der Kunde Kurzversion und hat auch eigene Schaltpläne gezeichnet. Das ist doch gut, falls mal irgendwas ist. Ja, hat sich selbst gemacht. Man war ja immer alleine unterwegs. Hier Stauräume überall. Das Besondere ist an dem Fahrzeug, die Küche war damals zum Rein- und Rausnehmen. Wäre heute nicht mehr erlaubt in dem Sinn, aber das können wir gleich mal zeigen. Wenn ich nachher von draußen die Tür aufmache, kann man die Küche rausnehmen. Ist das hier ein Original Votronic von damals? Ja. Echt? Ja, ja. Die gab es früher schon? Die roten Lämpchen, ja, ja. Das waren nur so Lämpchen zum Hoch und Runter. Warte, ich zeig mal gerade die Starterbatterie, die müsste eigentlich noch was machen. Das gibt's heute noch. So, die Aufbaubatterie, die ist wahrscheinlich abgeklemmt. Das ist ein Kompressor, nee, das ist ein AES, gell? Ja. Ein AES-Kühlschrank. Observer-Kühlschrank. Das Besondere an der Küche war, man konnte auch draußen kochen. Das heißt, die Küche konnte man ganz einfach rausnehmen. Das war Kanisterversorgung und konnte draußen kochen. Das ist ja unglaublich. Das bedeutet konkret, ich habe also eine Outdoor-Küche, die ich ja heute bei Pössl im Kempster habe, als neue Erfindung vor 30 Jahren. War das hier serienmäßig, ja. Okay. Da hat man auch ein bisschen mehr Platz zum Transportieren, was gebraucht hat. Wenn das Wetter schön war, hat das Leben ja draußen stattgefunden. Genau, zeig mal gerade das Rollo, wie das funktioniert. Also die Rollos funktionieren immer noch. So, sogar Fliegengitter mit drin, die sind da drunter, gell? Seite, ja. Guck mal hier, der bisschen geflickt. Geflickt, aber es funktioniert. Mit. Warte, ich guck mal gerade hier rein. Klebeband. So, der hat eine Anhängerkupplung mit drin. Ist natürlich bei rund 70 PS ziemlich scharf, oder? Das war die damalige Zeit. Also wenn man ganz objektiv das Auto heute auf der Straße fährt, ist es ein relativ, wie soll ich sagen, langsames Fahrzeug. Oldtimer. Ein Oldtimer. Hier vorne, guck mal, wie schön das gemacht ist hier mit den Haltern. Ja, Benzinschläuche hat er dabei, Wagenheber, Überbrückungskabel, Abschleppseil. Das heißt, er war auf alles vorbereitet. Wenn man unterwegs ist, kann ja auch mal was passieren, dass man Reifen wechseln kann. Reserveradhalter hinten drauf. Alles klar. Ich zeig mal gerade hier vorne. Mit Abdeckung. Mit Abdeckung. So, und der ist wahrscheinlich schon mal verwendet worden. Ja, das Ding ist auch schon. Ja, aber das ist ja alles. Der setzt sich alles 30 Jahre. Das ist ja nichts, was ich nicht irgendwie kaufen kann im Internet nochmal, so dass ich das denn habe. Aber hier ist die Elektrik drin. Da unten ist die Startbatterie, da unten, das war damals eine Batterie, ist die Reisemittelbatterie. Die haben wir jetzt abgeklemmt. So, und da ist die 230 Volt Sicherung, das heißt, der hat auch Landstrom? Ja, der hat Landstrom und einen FI-Schalter natürlich. Ich zeig das mal gerade hier, Batterien zuerst, Minuspol, also überall kurze Anleitung. Ja, dass man sich auch überall selbst helfen kann. Boah, ist der schön. Das ist so. Ist ein bisschen Nostalgie. So, hier ist der Gasabsperrhahn. Der ist hier, dann ist das Porta Potti. Das Porta Potti wo? Hier. Zeig mal. Das gab's schon damals. Ja, ja. Nein! Ist das genial? Die Urversion. Das war wahrscheinlich mal weiß oder das war damals die Farbe wohl, oder? Ja, das ist Stand der Technik damals. So, jetzt kommt der Kühlschrank. Zeig mal nochmal auf. Den habt ihr im Moment wintergesichert. Ja. Aber das war damals die Größe, wenn du deine Hand mal gerade reinhältst, zum Größenvergleich. Also das ist... Das dürfen 50 Liter sein. 50 Liter? Ja, nicht mehr. So, und da waren denn die Flaschen drin oder was weiß ich, was man hier verstauen konnte. Und der war auf großer Reise in halb Europa oder in ganz Europa, so wie es aussieht. Der Bettumbau hier, das konnte man denn legen? Ja, die Sitzbank kann man sowohl in Fahrtrichtung als auch entgegen der Fahrtrichtung stellen. Das ist eine eigene Bank gewesen damals. Und das Fahrzeug hat 1, 2, 3, 4, 6 Personen Zulassung. 6 Personen dürfen hier drin sitzen? Wir heute nicht mehr unter 3,5 Tonnen schaffen.
Würde heute in der Form nicht mehr gehen. Und der hat 3,5 Tonnen unter. Ja, weil es ein kleineres, leichteres Fahrzeug ist, kein AdBlue, kein Euronorm-Geschichten. Also das ist noch Abgasrohr bis fast hinten raus. Das war damals noch möglich. Ist das jetzt Leichtbau hier, schon damals? Die Möbelplatten sind die gleichen. Das heißt, es ist 15 mm Pappesperrholz. Ist genau das gleiche wie heute. Hier kann man es ein bisschen sehen. Ich mache mal die Kante weg. Ja. Hier kann man es sehen. Das Material ist das gleiche wie heute. Das ist dafür gedacht, dass es relativ lange hält. Langlebig. Das heißt, auch wenn hier jetzt mal ein Wassereinbruch kam und man das schnell weggemacht hat, das geht nicht gleich kaputt. Also das ist ja Spritzwassergeschütz, ist nicht dafür gedacht, dass man das Wasser ausleert, aber durch die. Das ist wie teure Küchenplatten. Das sind eine teure Küchenplatten. Mhm. Kratzfest. Muss mal schauen, was hier ist. Sag mal. Stauraum. Krass. Ja, du bist mal, Spiegel. Du bist mal so schnell. Warte mal kurz. Ich muss mal gerade reinhalten, dass man mal sieht, wie tief das nach hinten nochmal durchgeht. Das ist interessant. Und Spiegel, ja, selbstgeklebt? Ja, selbstgeklebt, ja. Und guck mal, die Lampe hier, süß. Und da oben. Da oben hast du denn für Tische, Stühle. Ach, nochmal Platz. Was, das sind die Kopfschützen noch. Zusätzliche Kopfschützen für die Sitzbank. Und hier nochmal Polster. Also nochmal Stauraum von links nach rechts. Ja. Und das da, das hat man schon mal auf, das Fach hier oben? Ja, haben wir auf. So. Stauraum. Was ich sehr, sehr, sehr interessant finde, ist diese Steckdosenleiste. Die hat der Kunde sehr. Also, das ist serienmäßig dabei, sondern die ist selbst drauf gemacht. Das ist hier. Die ist mit zwei Schrauben festgemacht, habe ich früher übrigens auch so gemacht. Da unten ist sie drin. Aber ich sag mal, wenn ihr das jetzt museumstauglich machen würdet, heißt für euch, alles komplett nochmal auseinanderbauen. Also, wenn man es richtig macht, müssen wir sagen. Die Kanten alle nochmal neu machen. Die Möbel würde ich nicht neu machen. Das kann ja auch gezeigt werden, dass das Auto älter ist. Heißt aber auch, dass. Die Aufkleber wegmachen. Die Aufkleber bleiben drauf. Aber ich sag mal so, hier vorne, wenn du jetzt sagen würdest, du machst es in einem Einsatzzustand wie neu, dann wäre eigentlich alles zu tauschen, oder? Ja, es müsste ordentlich gereinigt werden. Man müsste einen neuen Möbelsatz reinmachen. Aber wenn wir das machen, würde ich Schönheitsarbeit machen, aber ich würde das so lassen, wie es ist. Man müsste es ein bisschen richtig reinigen. Mach mal vorne auf, bitte. Ich will mal reingucken in so eine MB100, dass wir mal sehen, ob man die Zylinder einzeln zählen kann. Der Motor ist hier. Der Motor ist drunter. Du, ich habe ja keine Ahnung vom MB100. Das ist ja. Da liegt übrigens so ein Ordner drin. Das ist der Ordner, den der Kunde bei uns immer mitbekommt damals hat. Heute ist es eine Tasche. Ah, wenn du mal gerade von vorne zeigst, Abbildung vorne. Ich muss das mal gerade zeigen. Das ist die Reparaturanleitung Mercedes MB100. Ja, bisher meistverkaufter 5 Millionen Reparaturanleitung. Das sind quasi die Sachen vom Basisfahrzeug. Und hinten kommen dann unsere Sachen. Das heißt, das war das Bedienungshandbuch. Genau, das heißt, hier hat er alles aufgehoben, was mit dem Fahrzeug zu tun hat. Und hier ist das alte. Zeig mal bitte, das Prospekt. Bordbuch für Motorkarawaner, sage ich mal. Hier hat man alles, was man halt. Die Bordmappe sozusagen. Damals noch im Leitsordner. Wegbeschreibung, damals gab es keine Navis. Wie? Es gab damals keine Navis? Nein. Es gab keine Sat-Navigation. Nicht in dem Auto, guck dir das Ding noch an. Nee, es war Spaß. Also das kam übrigens Ende der 80er, kam das gerade. Ja. Karin Philips, kennst du noch? Das waren so damals, hast du im Heck eingebaut, vorne ein Riesendisplay, bestand aus drei Teilen, so groß wie ein tragbares Mobiltelefon. Das war ein Navi damals. Ja, heute ist eine ganz andere Welt. Aber für die damalige Zeit war es ein schönes Auto. Der Motor war zuverlässig, der ist gelaufen. Genau, zeig mal den Motor. Da waren wir eigentlich dran. Ich habe dich durcheinander gebracht. Hier sind übrigens Sicherungen, die sahen damals so aus. So, ich mache das mal weg, damit es nicht wegfliegt. Die Sicherung, die Ersatzbirnen, alles da. Also der hat keinen Full-LED? Nein. Nein, sagt er. Nein. So, hier drunter ist der Motor. Das ist der Motor? Das ist der Motor. Das heißt, du knutschst praktisch mit dem Motor beim Fahren. Also man hat eine schöne Ablagefläche, muss man sagen. Genau, wenn man so lieb ist, dass man gerade mal hochnimmst. Ich will einmal kurz drauf gucken. Bitte sei so lieb. Übrigens, das ist die Schaltung. Ja. Ein Knüppel. Das ist der Motor. Das ist der Motor. Ja klar, sieht ja auch so aus wie ein Motor. So, das ist der. Das ist quasi zwischen Fahrer und Beifahrer. Bin das Fahrzeug auch früher gefahren.
Motor ist super robust, ist ein bisschen laut und ja, man hat immer eine gewisse Heizung noch zusätzlich im Auto dabei. Er säuft? 9 Liter. 9 Liter, ja. Also auch nicht wilder wie heute. So, in der Klasse. Elia, komm, sag mal aus, wir machen die Abmoderation, denn ich könnte noch stundenlang über das Auto zeigen, zum Beispiel so ein kleines Detail hier unten, wahrscheinlich der Mülleimerhalter mit dazu. Hier ist wahrscheinlich auch noch was drunter, unter der Bank, oder? Stauraum. Sag mal. Das heißt, die Stauraum ist ein Umtypen. Du kennst das Auto aber gut, muss ich sagen. Ja, obwohl ich selber nicht so... Das war damals auch so eine Ingenieursleistung, so eine Sitzbank zu kreieren, oder? Die man dann... Das war damals einfacher wie heute. Das heißt, hier unten drunter. Da hast du noch mal ein bisschen Schauung gehabt. Und jetzt sieht man es schön, man kann die Bank einmal zur Fahrtrichtung oder dagegen machen. Dann umdrehen zum Sitzen, dass man sich gegenüber sitzen kann. Und zum Fahren kann man nach vorne rausschauen. Und da sind übrigens auch die Eingänge dann für die Kopfstützen drin. Genau. So, dass alle auch ordentlich Kopfstützen haben. Und insgesamt, wie viele Personen können fahren? 6. 6 Personen. Gut. Komm, mach eine Abmoderation. Da steht da MB100. Wir sind tatsächlich bei HRZ, ein Unternehmen aus Baden-Württemberg. Ihr wart damals wo in? Erst in Pfedelbach, dann in Öhringen und jetzt in Bretzfeld. In Bretzfeld. So, und wir sind auch tatsächlich jetzt in Bretzfeld. Da steht da der Holiday Boy. Und das ist jetzt ein HRZ. Was ist das für ein Modell? Ein Dream. Ein Dream. Ja, das Pendant, sage ich jetzt mal, auch Hochdach, der komme ich jetzt aus der Produktion raus, wartet noch auf die Endabnahme, Durchlaufen der Systeme und die Endreinigung. So ist das. Also, dass der Kunde kriegt ihn praktisch wie aus dem Ei gepellt, fix und fertig, ist ja klar. Ich meine, der wird den Ende abgenommen, wird geprüft, getestet. Ihr habt eine eigene Person, die das macht? Ja, also wir haben hier einen Meister, der quasi die Endabnahme macht. Es werden alle Systeme mit Wasser befüllt, alle Systeme laufen 2 Tage. Und erst wenn alles funktioniert hat, kommt nochmal eine Sichtkontrolle und dann kommt die Endreinigung. Ja, vielen, vielen Dank. Holiday Boy, auch wie gesagt, vielleicht wird man es heute nicht mehr so nennen, aber damals war das der Hammer von HRZ. Preis damals ungefähr, was denkst du, was hat er gekostet? In D-Mark, man weiß es nicht. Weiß ich nicht mehr, wenn er ehrlich sein darf. Okay. War aber nicht ganz billig, oder? Mit Sicherheit 40.000, 45.000 D-Mark. Cool, was damals ungefähr dann rund 100.000 Euro wären. Also wenn man das so sieht, umgerechnet, ja, könnte sein. Liegt heute bei 85. Bei 85.000, also ungefähr das würde er dann auch kosten. Ja, tschüss Elia, danke. Vielen Dank, viel Spaß.